Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, in der Vorlesungsreihe der Chemie sind wir jetzt bei der 13. Präsentation, beim 13. Video angelangt, wo wir uns mit den Alkanen befassen, quasi der ersten richtigen organischen Gruppe, nachdem wir jetzt im 12. Video mit der Nomenklatur von Anorganik zur Organik quasi den Übergang gemacht haben. Und zu den Alkanen kann man einige sagen, auch wenn das an sich eigentlich eine eher unreaktive Gruppe ist. Wir werden zuerst uns den Aufbau anschauen, denn es gibt lineare, verzweigte und Zykloalkane. Dann schauen wir uns die Eigenschaften und die Darstellung an. Und ganz spannend zuletzt wird nochmal der vierte Punkt Reaktion. Die Oxidation, das ist eine der beiden klassischen Reaktionen, die die Alkane machen können, etwas unspektakulär. Sehr spektakulär und vielseitig und mit relativ viel Rechenaufwand verbunden ist hingegen die radikalische Substitution, für die Alkane auch sehr bekannt sind. Und das wird auch der größte und spannendste Punkt, denke ich, werden. Gut, legen wir einfach mal los. Lineare Alkane, das sind halt die einfachsten organischen Verbindungen, die es quasi nur gibt, denn sie bestehen nur aus Einfachbindungen von Kohlenstoffketten, an denen wiederum Wasserstoffatome hängen. Es können natürlich auch andere Substituenten gebunden sein, das hatten wir schon in der vorigen Vorlesung zur Nomenklatur gesehen, aber das sind dann halt schon wieder andere, das sind Halogenalkane oder verzweigte Alkane, aber die linearen Alkane sind nur Kohlenstoff und Wasserstoff in linearer Form. Kennzeichen für alle organischen Verbindungen ist damit auch für die Alkane, dass sie maßgeblich aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Ein weiteres wichtiges organisches Atom ist Sauerstoff in der Regel, aber das ist halt nicht zwingend notwendig. Und wie schon gesagt, es können auch andere Atome gebunden sein. Lineare Alkane werden auch unverzweigte oder N-Alkane genannt und folgen der einfachen Summformel CnH2n plus 2. Das heißt, wenn wir eine entsprechende Kohlenstoffmenge haben, wissen wir doppelt so viel Wasserstoff und zwei mehr. Und Alkane enden alle mit dem Verbindungssuffix An, was ihre entsprechende Gruppe kennzeichnet. Beispiel ist Pentan C5H12, hier in den verschiedensten Darstellungen dargestellt. Man sieht, es ist halt eine Kette von Kohlenstoffatomen, die miteinander verbunden sind. Und an jedem davon hängen so viele Wasserstoffatome wie möglich und da jedes Kohlenstoffatom vier Bindungen eingehen kann, zumindest um ideale Bedingungen zu erreichen, sind halt bei den inneren dann jeweils zwei Wasserstoff und bei den äußeren jeweils drei Wasserstoffatome verbunden. Damit sind wir schon bei den verzweigten Alkanen, denn im Gegensatz zu den linearen, deren Kohlenstoffatome lineare Ketten bilden, finden sich bei verzweigten Alkanen auch Kohlenstoffatome, die von dieser eigentlichen Hauptkette abzweigen und eine sogenannte Nebenkette bilden. Die verzweigten Alkane werden auch Isoalkane genannt und können deswegen vor dem eigentlichen Namen auch die Bezeichnung Iso tragen. Und nach IUPAC sind die Nebenketten hingegen einzeln mit ihrer Position nach ihrer Länge plus YL vor der eigentlichen Bezeichnung der Hauptkette voranzustellen. Verzweigte Alkane folgen ebenfalls der Summformel CnH2n plus 2. Und ein gutes Beispiel dafür ist 2-Methylbutan. Hier sehen wir quasi, an der zweiten Stelle ist eine Methylgruppe gebunden, also eine Methangruppe, die an der Hauptkette Butan gebunden ist. Butan besteht aus 4 Kohlenstoffatomen, Methyl aus 1, also das gesamte verzweigte Alkan hier besteht insgesamt aus 5 Kohlenstoffatomen. Daher kann es auch Isopentan genannt werden. Und ja, weil es einfach aus 5 Kohlenstoffatomen besteht, man sagt, es ist keine Kette, es ist verzweigt Iso. Hier wäre noch die Benennung eindeutig, es gibt nur eine Form von Isopentan. Bei den anderen verzweigten Alkanen ist es halt, wenn man nur Iso davor schreibt, teilweise uneindeutig. Daher ist die IUPAC-Schreibformel und Benennungsrichtlinie viel wichtiger und besser. Zykloalkane, wie der Name es vermuten lässt, liegen in einer Art Ring vor. Und das führt dazu, dass sie relativ stabil sind, kann man sich auch vorstellen. Nehmt einen Faden, zerreißt ihn an einer Stelle, das ist einigermaßen einfach. Wenn ihr ihn aber zusammenknotet zu den Ringen und dann versucht, den Ring zu reißen, indem ihr eure Finger reinmacht, dann habt ihr zwei Spannungspunkte, das ist etwas anstrengender. Daher haben sie auch höhere Schmelz- und Siedetemperaturen sowie eine höhere Dichte als ihre nichtzyklischen Vertreter. Und durch die Ringstruktur bindet das letzte C-Atom der Hauptkette wieder an das erste, sodass jedes Kohlenstoffatom hier quasi mit zwei Wasserstoffatomen und jeweils zwei Kohlenstoffatomen verbunden ist. Und damit haben sie zwei Wasserstoffatome weniger als ihre nicht ringförmigen Verwandten, weswegen ihre Summformel auch CnH2n lautet. Nach der IUPAC-Nomenklatur wird zur Kennzeichnung das Präfix Zyklo davor geschrieben.
Und hier haben wir zum Beispiel das Cyclopentan C5H10. Einmal in der Strichdarstellung hier zu kennen, und es gibt noch verschiedene Darstellungsformen, die sogenannte Sesselkonformation oder hier diese Briefumschlagkonformation. In dieser wird halt versucht, dann eine räumliche Darstellung zu schaffen, damit man auch sieht, klar, das liegt hier nicht als planarer fünfeckiger Ring vor. Eckiger Ring klingt aber komisch, in der Chemie aber durchaus richtig, sondern es nimmt halt tatsächlich räumliche Strukturen ein. Das kann sehr komplex werden, ist manchmal aber unverzichtbar, wenn man tatsächlich nochmal genau schauen will, um was es geht. Bei der Darstellung muss manchmal auf die Briefumschlag- oder Sesselkonformation zurückgegriffen werden, wie ich schon gesagt habe, da die 2D-Darstellung halt manchmal einfach nicht reicht. Ist dies bei Alkanen, die aus nur einem Ring bestehen, die sogenannten Monozyklen, noch möglich, dann wird es bei zwei Ringen wie Bizyklen bereits schwer werden. Spätestens allerdings bei den meisten Alkanen, die aus drei Ringen bestehen, ist eine Strichdarstellung sehr, sehr schwer. Und zudem gelten hier besondere Nomenklaturregeln, welche wir jetzt gerne lernen müssen. Erstens, die Anzahl der Ringe wird mit dem griechischen Zahlwort Bitri oder wie viele auch immer es sein mögen, vor das Zyklo gestellt, um zu kennzeichnen, wie viele Ringe das sind. Die Positionierung beginnt bei den C-Atomen, an denen die Abzweigung zu den längsten Ringen beginnt, das ist die sogenannte Brücke. Wichtig vielleicht noch bei den Ringen, ist es manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, wie viele Ringe es sind. Es gibt da eine relativ simple Regel: wenn man mit einer Schere eine Verbindung trennt und daraus wird ein lineares Alkan, dann hat man quasi einen Schnitt gemacht, dann ist es ein Monoring, ein einzyklischer Ring. Braucht man zwei Schnitte, um von einer Ringstruktur wieder zu einem linearen Alkan zu kommen, dann ist es ein Doppelring, also ein Bi. Und so weiter. Also die Anzahl der Schnitte, die man benötigt, um von einer komplexen, ringförmig verzweigten Struktur zu einer linearen zu kommen, das ist dann die Anzahl der Ringe. So, von der Brücke in Richtung des längsten Rings wird weiter nummeriert. Sind diese gleich lang, greifen an die anderen bereits bekannten Regeln, die wir schon in der vorigen Vorlesung hatten. Viertens, wird bei der Nummerierung eine Brücke erreicht, wird am zweitlängsten Ring weiter nummeriert und so weiter, dann am drittlängsten. Fünftens, um die genaue Struktur auch im Namen wiederzugeben, wird nach dem Zyklo in eckigen Klammern die jeweilige Anzahl an C-Atomen wiedergegeben, wohlgemerkt beginnt mit der höchsten, die nötig sind, um auf eine weitere Brücke zu treffen. Diese werden mit Punkten getrennt und wenn es keine dritte Abzweigung gibt, also direkte Verbindung innerhalb des Moleküls, wird diese mit 0 bezeichnet. Die Brücken-C-Atome werden nicht mitgezählt. Das ist jetzt erstmal viel, das ist ein Block hier, gebe ich zu, aber ich konnte es nicht einfacher und kürzer halten. An einem Beispiel werden wir es gleich erkennen. Nehmen wir zum Beispiel diese relativ eindeutig erkennbaren zwei Ringe aus einem, ja, ich sag mal, Sechseck und einem Viereck. Das heißt, hier ist eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden. Wir müssen auch zwei Schnitte machen, wir müssen diese direkte Verbindung trennen und dann irgendwo noch einen Schnitt außen machen. Das heißt, wir haben zwei Ringe, das ist also ein Bizyklo. So, wir fangen an zu zählen am C-Atom an der Brücke zur längsten Kette. Das ist unsere erste Position, sprich da bei unserer Direktverbindung. Dann nummerieren wir weiter entlang des längsten Rings, das ist unser Sechsring, bis wir den nächsten Brückenkopf erreichen. Also nach links gezählt, quasi gegen den Uhrzeigersinn. Da haben wir die ersten sechs Positionen vergeben. Dann nummerieren wir weiter und entlang des zweiten und drittlängsten und so weiter Rings, also dann der äußere Ring, der kleinere 7 und 8. Jetzt können wir die Mengen der Anzahl C-Atome, das heißt Kettenlängen in eckigen Klammern, die nötig sind, bevor eine weitere Brücke erreicht wird, beginnt mit der längsten ermitteln. Das heißt, wir zählen Position 1 und 6 hier weg und zählen dann, aha, 2 bis 5 am großen Ring. Das sind 4 C-Atome. Dann beim kleinen Ring 7 bis 8, das sind 2 C-Atome. Und 1 bis 6, das sind 0 C-Atome, weil es halt eine Direktverbindung ist. Und damit haben wir quasi die eckigen Klammern, die wir gleich benötigen werden. Wir können allerdings auch noch sagen und müssen auch sagen, dass die Ringe aus insgesamt 8 Kohlenstoffatome stehen, weshalb der Hauptname anhand der Anzahl plus Verbindungssuffix Oktan lauten muss. Wir haben ja also Bizyklo 4, 2, 0 Oktan. Wir haben nämlich 8 C-Atome, die in zwei Ketten vorliegen, wobei an einer Stelle, also an der Brückenkopf 1 bis 6, die Direktverbindung 0 ist. Dann haben wir nach links die 4 weiteren und nach rechts die 2 weiteren C-Atome. Das können wir hier quasi direkt erkennen.
Gut, wie sieht es aus, ohne eine direkte Verbindung zu haben? Und dann hängt nochmal ein Chloratom dran, damit wir es üben und auch sehen, dass die Positionierungsregeln auch wichtig sind. Zwei Ringe, denke ich, ist wieder klar, ist Bicyclo. So, wir fangen wieder an C-Atom an der Brücke an zu zählen, das ist die Position 1. Und es muss halt in dem Fall das untere sein, damit Chlor eine möglichst niedrige Position hält, die sogenannte Lokantensatzregel. Würden wir andersrum zählen, wäre Chlor an der fünften Stelle. Weitere Nummerierung entlang den längsten Ringen bis zur nächsten Brücke. Wir zählen also diesmal im Uhrzeigersinn nach oben, haben wieder unsere 6 Sachen verteilt. Jetzt nummerieren wir weiter am nächstlängsten Ring, der nach innen, sage ich mal, das ist ja nur eines Einzelatom bestehend. Das heißt, das ist halt in dem Sinne kein richtiger Ring. Nach rechts ist dann der richtige Ring mit 7 und 8. Und dann bleibt halt die 9 für die kleine Verbindung übrig, für die Brücke quasi, die keinen eigenen Ring bildet. Jetzt können wir die Anzahl C-Atome zur Benennung mit den eckigen Klammern wieder feststellen. Wir müssen 6 und 1 quasi uns wegdenken, weil das die Brücke ist. Das heißt, die längste Kette ist zwischen 2 und 5, das sind 4 C-Atome. Dann rechts haben wir 7 und 8, die Position sind 2 C-Atome. Und dann haben wir die Brücke, die diesmal nicht aus 0 C-Atomen besteht, sondern tatsächlich aus 1 C-Atom. Und das ist dann halt die Position 9 mit 1. Das heißt, wir zählen jetzt noch, wie viele C-Atome sind. Das sind 9 Stück. Das heißt, das ist ein Nonan. Insgesamt haben wir also 2 Chlor, Bicyclo in Klammern, 4, 2, 1, Klammer zu, Nonan. Einfach, weil wir wissen, aha, von der Brücke aus müssen wir 4 C-Atome nach links zeichnen und dann wieder zum anderen Ende der Brücke. Nach rechts zeichnen wir 2 C-Atome und dann wieder zurück zum anderen Brückenende. Und zwischen den beiden Brücken müssen wir noch ein C-Atom hinsetzen. Oder das heißt, die Brücke ist halt dann noch ein C-Atom lang insgesamt. Und da haben wir diese Verbindung hier. Kompliziert wird es jetzt richtig mit 3 Ringen. Man sieht hier schon beim Zählen, das Trizyklo festzustellen ist gar nicht so einfach. Wo müssen wir die Schnitte machen? Ich habe es hier schon grün schon mal einmal dargestellt, weil das Wichtigste ist. Die Direktverbindung muss natürlich weg. Dann müssen wir diese, ja, ich sage mal, nach schräg nach oben links gehende Verbindung wegschneiden und entsprechend auch die Verbindung, die sie quasi kreuzt in unserer optischen Darstellung, damit wir zu den linearen Alkanen kommen. Das heißt, wir müssen 3 Schnitte machen. Bei mehr als 2 Ringen, sogenannten Polyzyklen, muss zur Positionierung alle weiteren Ringe nach dem zweiten mental zerschnitten werden. Und zwar an der Brücke, welche die niedrigsten C-Atom hat. Es entsteht dann eine theoretische Hauptring. Ja, das ist unsere grüne Verbindung hier. Die schneiden wir jetzt gedanklich also weg. Zack, weg ist er. Und nun können wir wie bekannt weiter nummerieren. Wir beginnen am C-Atom an der Brücke zur längsten Kette mit Position 1. Und wir beginnen oben, damit Chlor eine möglichst niedrige Position erhält. Jetzt nummerieren wir weiter entlang des längsten Rings, weil wir haben quasi ja durch das Wegschneiden jetzt einen zweifachen Ring gemacht. Aber wir dürfen es nicht beachten wegen der Regel. Wir zählen also quasi nach rechts durch, bis wir bei der Brücke sind, bis zur Position 7. Dann zählen wir den anderen Ring entlang, der nach links geht, sind zwei Positionen. Und dann die Brücke quasi, die hat dann Position 10. So, was wir jetzt machen müssen, wir müssen die weggeschnittene Ringverbindung wieder hinzufügen und dann ihre Größe und Länge weiter nummerieren. Das ist hier nicht möglich, das ist eine Direktverbindung. Die kriegt keine Nummer, weil kein C-Atom da besteht. Nun kommt es zur Benennung der Anzahl C-Atome in eckigen Klammern, die nötig sind, bevor eine weitere Brücke erreicht wird, wieder mit den längsten. Wieder fangen wir am Hauptring an, die überschüssigen Ringe werden mental weggeschnitten und danach wieder hinzugefügt. Das heißt, wir schneiden unsere grüne Direktverbindung hier wieder weg und dann zählen wir am Hauptring entlang. Von Position 2 bis 6 sind es 5 C-Atome, ehe wir wieder zu einer Brücke gelangen. Dann haben wir noch 8 bis 9, das sind 2 C-Atome. Die Brücke selbst ist 1 C-Atom lang. Jetzt schneiden wir quasi unsere kleinste Brücke, die Direktverbindung, wieder zu und zählen erneut, die ist zwischen 2 und 6, das ist aber eine Direktverbindung, macht 0 C-Atome. Dann schauen wir, aus wie viel C-Atom besteht dieses ganze Konstrukt. Es sind 10 Stück. Es muss also Dekan lauten. Das heißt, wir haben ein 3-Chlor. An der dritten Position ist Chlor. Tricyclo, das sind 3 Zyklen. In Klammern 5, 2, 1, 0, Klammer zu, Dekan. Und halt diese Position 5, 2, 1, 0
weil das quasi die Länge der verschiedenen Ketten sind, die wir hier haben, ohne die Brücken zu betrachten. So, jetzt habe ich euch das schön gezeigt. Jetzt eure Aufgabe, dass ihr das mal bitte an 4 Aufgaben hier machen mögt. Das heißt, 2 Aufgaben mit jeweils 2 Unteraufgaben. Einmal gebe ich euch die Zeichnung, die andere Male gebe ich euch den Namen der Verbindung zum Zeichnen. Ich wünsche euch an der Stelle viel Erfolg. Pausiert am besten das Video an der Stelle. Macht euch eure Notizen, zeichnet oder wie auch immer. Ich springe natürlich zur Lösung und dann vergleichen wir. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung und fangen natürlich bei 1a an. Ich habe das hier schon mal farblich als gekennzeichnet. Die Verbindung muss entsprechend heißen Bicyclo, weil es aus 2 Zyklen besteht. 442, weil halt, ohne die Brückenköpfe zu zählen, die Länge einmal 4, nochmal 4 und nochmal 2 C-Atome ist. Dodekan, einfach weil sie aus 12 C-Atomen besteht. B. Ja, hier haben wir 3 Zyklen. Wir brauchen nämlich 3 Schnitte. Wenn wir das Ding auseinanderlegen wollen, müssen wir einmal zwischen Position 8 und 9 schneiden, dann einmal zwischen 1 und 13 und einmal zwischen 3 und 6, damit wir ein lineares Alkan haben. Das heißt, wir haben ein Trizyklo und dann in eckigen Klammern 6, 4, 2, 0. Das sind wieder die Länge der jeweiligen Ketten, wenn wir quasi von den Brückenköpfen aus abzählen, um diese mitzurechnen. Und dann Tetradekan, weil wir insgesamt 14 C-Atome haben. Gut, zweitens A, ich denke direkt, das war schweres mal zu zeichnen, aber man muss auch ein bisschen üben. 5-Chlor-Bicyclo-830-Tridekan. Das heißt, wir müssen allein erstmal erkennen, okay, jetzt sind 2 Kreise. Wir malen quasi den Brückenkopf und wissen schon, hart durch die Null, der Brückenkopf selbst miteinander verbunden, ohne irgendeine Zwischenposition zu haben. Dann zeichnen wir in eine Richtung 8 C-Atome. Und verbinden dann das, wo es endet, wieder mit dem anderen Brückenkopf. In die andere Richtung zeichnen wir 3 C-Atome, verbinden das wieder mit dem anderen Brückenkopf. Dann fangen wir noch an zu zählen an der Brücke zum längsten Ring. Und an der 5. Stelle hängen wir Chlor dran. Tja, schon sind wir fertig eigentlich. Gut, B war ein bisschen schwerer, das war ein Trizyklo. Auch hier gehen wir so vor, wir wissen, aha, wir haben hier quasi einen natürlichen Brückenkopf, der eine Direktverbindung ist. Den müssen wir dann irgendwo einzeichnen. Und dann wissen wir, wir haben noch einen Brückenkopf, hier in Gelb, der die Länge 1 hat, und das die längste Brücke ist. Und wissen, von denen aus geht es 6 C-Atome nach rechts, immer wenn man wieder auf ihn trifft. Links 3 C-Atome, immer man wieder auf ihn trifft. Und die Direktverbindung muss irgendwo zwischen anderen C-Atomen sein, am idealsten hier 7 und 2. Dann positionieren wir quasi die Sachen. Und zählen von der 4. Stelle ab. Aha, da muss Jod dran sein. Und wir wissen, die 4. Stelle muss quasi am längsten Ring irgendwo sein, weil wir ja von dem Brückenkopf erstmal Richtung längsten Ring zählen müssen. Okay, kommen wir zu den Eigenschaften. Wie wir schon gehört haben, haben Alkane einen niedrigen Siedepunkt, der pro C-Atom um 20 bis 30 Grad Celsius zunimmt, wobei Ringe und Verzweigungen hingegen den Siedepunkt vermindern. Ähnliches gilt auch für die Schmelzpunkte. Das führt dazu, dass Methan bis Butan bei Raumtemperatur und Normaldruck gasförmig sind. Pentan bis Hexadekan hingegen sind flüssig. Und Heptadekan, also Abheptadekan, da sind sie Alkane fest. Alkane sind auch schlecht wasserlöslich, sie sind also hydrophob, aber lösen sich dafür gut in unpolaren Lösemitteln, sind somit lipophil. Wichtig vielleicht noch, die meisten Alkane kommen eigentlich und so natürlich sehr, sehr gering vor. Eigentlich nur Methan, Ethan, vielleicht auch noch bis Oktan, würde ich sagen. Aber nach Oktan wird es schon ein bisschen schwer. Gut, Alkane sind sehr stabil und daher Reaktionsträge. Daher haben sie den schönen lateinischen alten Namen Paraffine bekommen. Und ja, das Wort kommt halt daher, para für gegen oder für nicht. Und Affinität bedeutet ja so viel wie eine Zuneigung oder eine Hingabe. Und sie haben halt keine Hingabe, keinen Bedarf, keine Freude, keine Reaktionsfreude. Ausnahme ist Verbrennung und Reaktion mit Halogen. Das machen sie sehr gerne. Damit sind wir auch schon bei drittens der Darstellung. Wie gesagt, kommen in der Regel in ihrer kurzen Form auf der Erde vor, und zwar maßgeblich aus folgenden Quellen. Gasförmige Alkane, Methan bis Butan. Die entstehen beim Stoffwechsel der Archaeen, das ist eine Bakteriengruppe.
Häufigstes Vorkommen der Gasförmigen ist jedoch ein Erdgas und die flüssigen Alkane kommen fast ausschließlich in Erdöl vor. Das größte Alkanvorkommen haben wir noch gar nicht erschlossen. Es übertrifft jenes an Erdöl und Erdgas relativ viel, man sagt es oder schätzt es wissen Vielfaches. Und das ist sogenanntes sehr spannendes Methanhydrat. Das ist quasi gefrorenes Methan im Meer. Und quasi müssen Sie sich vorstellen, das ist Methan in Gasform und drumherum haben sich Wassermoleküle angelagert, die zu Eis gefroren sind. Und das ist massiv komprimiert. Das ist relativ auch neu entdeckter fossiler Brennstoff, 1971 erstmalig beschrieben, aber erst seit 1997 wirklich richtig erschlossen und erforscht, sage ich mal. Und naja, richtig erforscht ist auch schon weit gesagt, man weiß eigentlich gar nicht so viel drüber, aber aktuell kann man den nur nativ von 500 Meter mehr finden, da es zur Entstehung neben Methan Wasser und Druck in Höhe von 2 Megapascal benötigt. Es ist also schwer zu fördern und wird kommerziell kaum genutzt, weil halt der Aufwand sehr teuer ist. Und es handelt sich hier beim hochkomprimierten Methan, wie ich schon gesagt habe, das von gefrorenen Wassereiskristallen umschlossen ist. Und das Erstaunliche ist, 1 Kubikmeter Methanhydrat setzt bei der Schmelze, also wenn das Eis zerfließt, 164 Kubikmeter Methan frei. Das muss man sich eigentlich mal vorstellen, was das für eine Energiequelle ist. Wird auch gerne deswegen als flüssiges Eis bezeichnet. Problem ist natürlich auch, dass die Freisetzung fatale Folgen auf das Klima hätte, da das Methan etwa 28-fach so stark auf das Klima einwirkt wie CO2. Das ist natürlich ein massives Problem. Egal, ob wir es fördern oder ob wir es dann verbrennen, wenn wir dieses, ich sag mal, noch ungenutzte fossile Brennvorkommen erschließen, dann wird es richtig, richtig kritisch, weil wir keine entsprechenden Gegenmaßnahmen haben. Das könnte eine große Umweltkatastrophe zur Folge haben, wenn wir nicht lernen, verantwortungsvoll zu sein. Gut. Was hat das mit Herstellung, also auch Darstellung genannt, auf sich? Es gibt die Cracking und Reformierung. Dabei werden langkettige Alkane zunächst unter Druck und Hitze in kleinere Alkylreste gespalten. Alkylrest bedeutet so viel wie Radikal. Ein Radikal bedeutet so viel wie, hat noch ein freies Atom ohne eine Bindung, das sich aber gerne binden möchte. Dieser Vorgang wird Cracking genannt und als Katalysator, also als ein Stoff, der diese Reaktion begünstigt oder vielleicht sogar erst auslöst, wird Aluminiumoxid verwendet. Das heißt, wir haben hier einen Alkan, das wird dann gespalten zu diversen Alkylresten. Und diese Alkylreste verbinden sich dann zu kurzzeitigen Alkanen. Das wird dann Reformierung genannt. In meinem Beispiel habe ich gesagt, A2 und A5 verbinden sich und A3 und A4. Dann haben wir A2.5 und A3.4. Machen wir ein Beispiel. 2 Mol, wir brauchen ja 2. Dekan werden unter Druck und Hitze in Pentan und Pentadekan gespalten, das sogenannte Cracking. Wir hätten hier also 2C10H2-22, reagieren zu C3H7, plus Radikal. Plus C7H15 Radikal, plus C8H17 Radikal, plus C2H5 Radikal. Also wir haben hier quasi fiktiv ein Propanradikal, ein Heptanradikal, ein Oktanradikal und ein Ethanradikal. Es entstehen aber theoretisch alle möglichen Radikale. Nur damit es von der Formel aufgeht, habe ich mich einfach für die entschieden. Die reformieren sich dann untereinander eventuell. Oder auch miteinander halt. Es kann auch sein, dass genau wieder auch Dekan rauskommt. Mein Beispiel wollte ich mal bei meiner Formel hier einfach bleiben, sagen, die verbinden sich. Und dann kommt dann halt bei mir in dem Fall C5H12, das Pentan, und C15H22, das Pentadekan raus. Und da sieht man, die haben sich quasi neu verbunden. Zweite Variante ist die katalytische Hydrierung von Alkenen. Klingt erstmal kompliziert, ist aber eigentlich sehr einfach. Alkene, das ist wie ein Alkan mit einer Doppelbindung. Das schauen wir uns dann genau in den folgenden Vorlesungen an. Mittels Wasserstoff und einem Katalysator reagieren die zu Alkanen. Durch die Doppelbindung haben die nämlich jeweils einen Wasserstoff weniger als das Alkan. Und das heißt, dieses Wasserstoff bindet sich dann einfach an die oder spaltet dann diese Doppelbindung auf und bindet sich daran. Der Katalysator hilft natürlich bei der Spaltung. Beispiel: Ethen wird unter Wasserstoff zuvor in den Katalysator zu Ethan reduziert. Da haben wir CH2, CH2 plus H2 reagiert zu CH3, CH3. Als dritte Variante haben wir noch die Synthese aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, das sogenannte Fischer-Tropsch-Verfahren.
Und bei dem wird aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff kurzkettige Alkane hergestellt. Für langkettige reicht das nicht. Das wird hier unter katalytischen Bedingungen auch gemacht. CO plus 3H2 reagiert dann zu Ca4 plus H2O. Womit wir auch schon bei den Reaktionen und dem größten Thema für diese Vorlesung angekommen sind. Wie ich schon sagte, sind Alkane aufgrund ihrer fehlenden reaktiven Gruppen und Mehrverbindungen relativ reaktionsträge. Man kann sie zwar über mehrere Schritte zu reaktiven Verbindungen synthetisieren, aber das ist jetzt eigentlich nicht das Ziel der Vorlesung, dass wir dann von denen ausgehen, sondern wir wollen schauen, wie sieht das denn aus, mit was reagieren die? Und da gibt es eigentlich nur zwei wirklich typische Reaktionen. Das ist die Verbrennung sowie die radikale Substitution. Letztere schauen wir uns massiv stark an. Erstere ist sehr einfach, da gehe ich nur ganz grob drüber. Das werdet ihr alle sofort verstehen. Ja, das ist dann die Oxidation. Das bedeutet ganz einfach, wir verbrennen das Alkan an der Luft zu Wasser und Kohlenstoffdioxid, wobei Energie frei wird natürlich. Das heißt, CN H2N plus 2, die allgemeine Alkanformel plus Sauerstoff, reagiert zu CO2 plus H2O. Je nach Alkan muss man natürlich hier die Reaktionsformel dann noch entsprechend mit Faktoren ausgleichen. Machen wir ein Beispiel, wir verbrennen Nonan, C9H20, dann brauchen wir 14 mal Sauerstoff, reagiert zu 9 CO2 plus 10 H2O. Wie gesagt, das war unspektakulär, aber 4.2, die radikalische Substitution, denn damit werden wir uns jetzt massiv befassen, noch einige Folien lang. Denn das ist relativ kompliziert, auch wenn die Grundidee dahinter sehr einfach ist. Den Namen bekam diese Reaktion daher, dass Wasserstoffatome durch Substituenten, das sind in der Regel Halogene hier in dem Fall, ersetzt werden, wobei als Zwischenstufe sogenannte Radikale entstehen. Die hatten wir gerade schon, das sind diese Reste mit freien Elektronen. Zudem verlaufen die Reaktionen radikal, also unkontrolliert ab, wobei wir feststellen werden, ja, Fluor läuft zum Beispiel extrem radikal ab, Chlor ist auch noch relativ radikal, Brom ist schon selektiv und Jod reagiert gar nicht. Und es handelt sich bei allerdings um Kettenreaktionen, bei der die Produkte auch Edukte als Edukte fungieren können und wir hier ein relativ massives Produktgemisch raus haben können. Wobei, wie gesagt, bei Brom brauchen wir schon sehr, sehr viel Brom, damit es wirklich hier zu Mischungen kommt. Die radikalische Substitution setzt sich hierbei aus drei wesentlichen Teilschritten zusammen. Ich stelle das mal am Beispiel Methan mit Chlor dar. Das ist nämlich das Simpelste, was es gibt. Danach wird es ein bisschen schwerer. Aber bei allen Reaktionen gilt, der erste Schritt ist die Initiierung, die Startreaktion. Und da wird das entsprechende Halogen, hier in dem Fall das Chlormolekül, durch UV-Strahlung in seine Radikale gespalten. Das zweite ist die Propagation, die Kettenfortpflanzung. Denn jedes Radikal ist instabil und wird daher mit anderen Stoffen reagieren, wobei folgende Reaktionen in Frage kommen. Im unserem Fall kann das Chlormolekül zum Beispiel auf ein weiteres Chlormolekül treffen. Dann passiert eigentlich nichts. Das ist relativ wahrscheinlich, da am Anfang der Reaktion halt ein Überschuss an Chlormolekülen vorhanden ist. Eine zweite Variante wäre, es trifft halt auf ein Chlorradikal. Und das formiert sich wieder zum Chlormolekül. Sehr unwahrscheinlich, denn am Anfang der Reaktion haben wir halt nur sehr wenige Chlorradikale. Das wird am Anfang nicht passieren. Am wahrscheinlichsten wird es allerdings auf ein Methanmolekül treffen und löst ein Wasserstoffatom ab, mit dem es zu HCl reagiert, wobei ein Methylradikal entsteht. Denn am Anfang der Reaktion haben wir halt ganz viel Methan und daher ist das sehr wahrscheinlich. Andere Variante wäre noch, dann das Methylradikal trifft dann am wahrscheinlichsten auf ein Chlormolekül, löst ein Chloratom heraus, mit dem es sich zu einem Halogenalkan verbindet und hinterlässt dann erneut ein Chloradikal, womit die Reaktionskette wieder von neuem beginnt, bis Schritt 3 eintrifft oder manuell eingegriffen und die Reaktionskette unterbrochen wird. Ihr seht, hier bei der Reaktion haben wir dann quasi schon einmal eine Substitution gemacht an Methan. Wir haben jetzt 1 Chlormethan und das neue Chlorradikal, das schwirrt quasi wieder umher und trifft auf andere Sachen und wenn es wieder auf Methan trifft, löst es halt wieder was raus. Aber irgendwann kommt es zu Schritt 3, den Kettenabbruch der Termination. Denn mit Fortschreiten der Reaktion liegt halt immer weniger Methan und Chlor vor, das ist klar, diese Edukte verbrauchen sich ja, sodass die Wahrscheinlichkeit, auf ein Radikal zu treffen, halt immer weiter steigt. Und das führt dann zum Ende der Kettenreaktion, da keine Radikale mehr irgendwann vorhanden sind, die neue Reaktionen auslösen können. Das heißt, haben alle Radikale sich quasi gegenseitig ausgelöscht, dann entstehen keine neuen Produkte mehr.
Variante A ist da, zwei Chlorradikale treffen aufeinander und damit haben wir dann wieder unser Ausgangsstoff Chlor, der aber nicht weiter reagiert. Außer wir würden natürlich jetzt wieder UV-Strahlen dazugeben. Variante B, zwei Methylradikale treffen aufeinander. Ja, dann verbinden die sich halt zu Ethan in dem Fall. Oder Variante C, ein Methylradikal trifft auf ein Chlorradikal. Dann haben wir wieder ein Chlormethan. Die Radikalsubstitution hört jedoch nicht wie im Beispiel dargestellt jetzt nach der ersten Substitution auf. Erste Substitution, weil wir halt bisher nur ein Wasserstoffatom substituiert haben, sondern sie kann komplett alles substituieren, solange die Wahrscheinlichkeit, auf ein nicht vollständig substituiertes Alkan zu treffen, höher ist als auf ein Radikal zu treffen. Also, mal sehr einfach dargestellt, ohne die ganzen Zwischenschritte, wir gehen davon aus, es passt alles. Dann wird aus Methan Unterzuführen von einmal CL2 und unter Abzug von einmal HCl ein Chlormethan, dann wieder ein Zweichlormethan, dann Trichlormethan und dann Tetrachlormethan, was man als Methan quasi kaum noch erkennen kann. Ist die Reaktion bei Methan noch eindeutig, gibt ja, da es ja halt nur ein C-Atom gibt, dann stelle ich allerdings die Frage, wie ist das bei komplexeren Alkanen, wie hier dargestellt, 2-Methylbutan? Wozu reagiert das? Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Reagiert das jetzt vielleicht ganz rechts, oben, unten, links, in der Mitte? Wo geht das hin? Dazu gibt es natürlich Regeln, denn es wird immer ein Gemisch der verschiedenen Produkte entstehen, aber diese mit verschiedener Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir gehen davon aus, dass zuerst das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit natürlich entsteht. Und das, was ich euch jetzt zeige, hier die verschiedenen Sachen, also links hätten wir jetzt ja ein 1 Chlor, 2 Methylbutan, das würde zu 27% stehen. Das andere wäre ein 2 Chlor, 2 Methylbutan, das würde zu 23% entstehen. Das andere, was wir hätten, wäre ein 2 Chlor, 3 Methylbutan. Und das letzte hier wäre ein 1 Chlor, 3 Methylbutan, was zu 14% entstehen würde. Doch woher kommen diese Wahrscheinlichkeiten? Die wurden experimentell bestätigt, die sind also richtig. Und folgen einer gewissen Regel. Denn hier tun zwei wichtige Größen miteinander konkurrieren. Das erste ist die Stabilität der Radikale, denn nicht jedes Radikal ist so stabil wie ein anderes. C-Atome, die mit drei weiteren C-Atomen verbunden sind, werden sogenannte tertiäre C-Atome genannt. Und solche bilden relativ stabile Radikale und sind damit stabiler als jene C-Atome, die nur mit zwei weiteren verbunden sind, sogenannte sekundäre C-Atome. Und wie ihr vermuten könnt, die wiederum sind stabiler als jene, die nur eine Bindung zu einem weiteren C-Atom haben. So, von der Logik folgend wäre das stabilste Produkt das hier, unser 2-Methyl-2-Chlorbutan, weil wir ja gesagt haben, das ist ein tertiäres, ein C-Atom, das mit drei weiteren verbunden ist. Das soll da als stabilstes Produkt rauskommen. Das ist auch das stabilste Produkt, aber da müssen wir uns dann die Frage stellen, warum ist das nicht das wahrscheinlichste Produkt, das sogenannte Hauptprodukt? Das liegt daran, dass es noch eine zweite Größe gibt, die hier Regeln eingreift und in Konkurrenz tritt und dazu führt, dass halt ein anderes Produkt bevorzugt wird, und zwar die Verfügbarkeit. Denn zwar gilt für die Bindungswahrscheinlichkeit aufgrund der Stabilität tertiär wahrscheinlicher als sekundär, wahrscheinlicher als primär, aber oftmals sind mehr sekundäre und mehr primäre C-Atome mit substituierbaren H-Atomen vorhanden, sodass die Wahrscheinlichkeit auf ein solches zu treffen viel, viel größer ist. Um die Wahrscheinlichkeit eines Produktes zu ermitteln, muss also das Produkt aus Stabilität mal der Verfügbarkeit gebildet werden, wobei die Stabilität aus folgender Tabelle abgelesen werden kann. Wie gesagt, Jod lasse ich hier weg, denn es reagiert nur unter extremen Umständen, denn es ist thermodynamisch nicht bindbar eigentlich. Ihr seht hier die verschiedenen Halogene und ja, dann die Wahrscheinlichkeit, welches rauskommt oder wo es sich am ehesten bindet. Ihr seht, alle bevorzugen tertiär, dann sekundär, dann primär. Fluor aber verteilt sich relativ willkürlich, Chlor ist dann noch ein bisschen selektiv und Brom, das geht fast nur an tertiäre oder sekundäre, an primäre geht es so gut wie nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist also die Stabilität mal die Anzahl H-Atome. Für das Tertiäre, ich habe es hier mal in blau dargestellt, gilt also Stabilität mal Anzahl H-Atome ist 5 mal 1 macht 5, denn wir haben ja hier Chlor. Für Sekundär haben wir Stabilität mal Anzahl H-Atome in Höhe von 4 mal 2,
Denn wir haben ein C-Atom, wo zwei Wasserstoffe dranhängen, mal Stabilität 4 macht 8. Und für die Primär, da haben wir insgesamt 3 C-Atome, die jeweils 3 Wasserstoffatome, das heißt insgesamt 9 Wasserstoffatome, mit der Stabilität 1 mal 9 macht 9. Teilt man diese einzelnen relativen Wahrscheinlichkeiten durch die Gesamtzahl, also hier durch 22, dann erhält man die prozentuale Chance, dass sich das Halogen, in unserem Fall Chlor, an das entsprechende C-Atom, das primär, sekundär oder tertiär ist, bindet. Für tertiär hätten wir jetzt also 5 durch 22 mal 100% macht eine Chance von 23%, für sekundär kommt 36% raus und für primär 41%. Wenn man diese Wahrscheinlichkeiten jeweils durch die Anzahl der entsprechenden C-Atome, die bei der Radikalsubstitution gleichartig sind, auch wenn bereits Substituenten vorhanden sind, also selbst wenn da schon ein Chlor dran wäre, wäre es egal, erhält man die Verteilung aller Produkte. So, es gibt ein C-Atom, also kommt da 23% raus. Es gibt auch nur ein sekundäres, kommt 36% raus. Primäre C-Atome gibt es allerdings 3. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit dann 13,63% für jede einzelne Stelle eines primären C-Atoms. Das heißt, unsere Verteilung wäre so. Das wären die Verbindungen, die hier rauskämen mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Jetzt müssen wir aber nachdenken und schauen, welche dieser Verbindungen sind denn chemisch gesehen identisch. Und wenn wir schauen, die erste Verbindung, wenn wir richtig zählen nach unseren Nomenklaturregeln, ist 1-Chlor-2-Methylbutan. Und unsere zweite Verbindung, das ist auch 1-Chlor-2-Methylbutan, nur in einer anderen optischen Darstellung. Was natürlich daran liegt, dass quasi je nachdem, wo wir die Abzweigung wählen, der Methylrest spiegelbildlich ist. Die anderen sind verschieden. Das zweite ist dann 1-Chlor-3-Methylbutan, das andere, das darauf ist 2-Chlor-2-Methylbutan und das letzte ist 2-Chlor-3-Methylbutan. So, rechnen jetzt mal die Gleichordnung zusammen. Dann erkennen wir trotzdem, dass hier nach der ersten Substitution 2-Chlor-3-Methylbutan entsteht, weil es die Höchstwahrscheinlichkeit hat. Machen wir aber mal weiter. Was wäre denn die zweite Substitution? Wir haben ja hier eine radikalische Substitution, also eine Kettenreaktion, die so lange andauert, bis die Chance auf ein Radikal zu treffen höher ist als auf eine Anverbindung. Wie wird denn eine zweite Substitution hier mit Chlor verlaufen? Wir haben jetzt also unsere Verbindung hier, die entstanden ist, 2-Chlor-3-Methylbutan und die soll jetzt wieder radikalisch substituiert werden mit Chlor. Wir haben immer noch ein tertiäres C-Atom mal 5 Stabilitätspunkte macht 5. Ein sekundäres mal 4 Stabilitätspunkte macht 4. Und 9 Primäre, das macht dann auch gleich 9. Teilen wir durch die Gesamtzahl von 18, haben wir die prozentuale Chance. Macht für das tertiäre 27,78%, für das sekundäre 22,22% und für das primäre 50%. Der Unterschied rührt jetzt halt daher, dass wir bei den sekundären nur noch ein Wasserstoffatom haben und nicht zwei wie vorher, also 4 mal 1 statt 4 mal 2, wodurch auch die Gesamtanzahl sinkt und damit die prozentuale Verteilung. Ja, jetzt machen wir weiter, wie wir es kennen. Die Division der Wahrscheinlichkeiten hier ist durch die Anzahl der entsprechenden C-Atome und die Verteilung zu erhalten. Es gibt nur ein tertiäres, das bleibt 27,78. Es gibt auch nur ein sekundäres, bleibt 22,22. Es gibt allerdings 3 primäre, durch 3 kommen wir zu 16,67%. Das heißt, wir werden folgende Verbindungen, die hier rauskommen könnten. Jetzt müssen wir wieder schauen, welche dieser Verbindungen chemisch identisch sind. Und tatsächlich haben wir hier welche. Die erste Verbindung, wenn wir richtig sehen, ist nämlich 1,3-Dichlor-2-Methylbutan. Das zweite ist auch 1,3-Dichlor-2-Methylbutan. Unsere dritte Verbindung ist 1,2-Dichlor-3-Methylbutan. Unsere dritte wäre dann 2,3-Dichlor-2-Methylbutan. Und unsere letzte 2,2-Dichlor-3-Methylbutan. So, die ersten beiden sind die wahrscheinlichsten und deswegen kommt die auch raus, 1,3-Dichlor-2-Methylbutan. So, dasselbe machen wir jetzt für die dritte Substitution. Wir substituieren nochmal mit Chlor. Wir haben immer noch ein
tertiäres C-Atom, was ein freies Wasserstoff hat, also 5 mal 1 ist 5. Ein sekundäres mit Stabilität 4, was noch ein Wasserstoffatom hat, 4 mal 1 ist 4. Und haben jetzt noch 8 Wasserstoffatomen, die primär sind, mal 1, macht 8. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 17 hier. Und wenn wir unsere Wahrscheinlichkeiten hier, unsere Stabilität durch die 17 teilen, haben wir unsere prozentuale Chance. Für Tertiär 29,41%, für Sekundär 23,53% und für Primär 47,06%. Jetzt müssen wir noch durch die Anzahl der entsprechenden C-Atome teilen, um auf die Verteilung zu kommen. Klar, Tertiär und Sekundär bleiben gleich, da gibt es nur eins. Allerdings gibt es noch drei Primäre, das heißt die Chance für jede der einzelnen Positionen Primär ist 15,69%. Das heißt, diese Verbindungen hier kommen raus. Und wir müssen jetzt schauen, gibt es irgendwelche, die chemisch identisch sind? In dem Fall gibt es keine. Das heißt, wir können die errechneten Wahrscheinlichkeiten direkt heranziehen und erkennen daher, dass die Lösung 1, 2, 3, Trichlor-2-Methylbutan ist, was hier als Produkt herauskommt, als wahrscheinlichstes. Das kann man unendlich weitermachen, bis eine komplette Substitution stattfindet, je nachdem, wie hoch die Chance ist, auf ein Radikal zu treffen, das zum Kettenabbruch führt. So, jetzt seid ihr wieder gefragt. Aufgabe 1, da solltet ihr die Verbrennung machen. Bei 2, radikalische Substitution mit Fluorchlorbrom für einen Stoff. Und da möchte ich, dass ihr euch gerne mal Mühe gebt und das auch mal so versucht zu machen wie ich, damit ihr auch seht, dass das durchaus einen Unterschied hat wegen dieser Stabilität. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz toll viel Erfolg. Pausiert das Video wieder am besten an der Stelle. Ich bringe zu den Lösungen und dann hoffe ich, dass wir dasselbe raus haben. Bis gleich! Gut, fangen wir mit der Verbrennung an, extrem simpel. C7H16 plus 11O2 reagiert zu 7CO2 plus 8H2O. Das, denke ich, war kein Problem für niemanden. So, jetzt wird spannend. Radikalische Substitution, zunächst mit 2,4-Dimethylpentan und Fluor. Schauen wir mal die Stabilität an der tertiären Atome. Wir haben zwei tertiäre Atome, bei Fluor gilt Stabilitätsfaktor 1,4. Das heißt, tertiär insgesamt 2,8. Sekundärs haben wir nur 1, aber dahin zwei Wasserstoffatome dran, also mal 2. Und die relative Stabilität ist 1,2, dann mal 2, macht 2,4. Relative Stabilität vom Primär ist immer 1. Wir haben insgesamt 4 C-Atome mit jeweils 3 Wasserstoffatomen, das heißt, mal 12 Wasserstoffatome ergibt 12. Jetzt teilen wir durch die Gesamtzahl, das ist hier 17,2, um auf die prozentualen Verteilung zu kommen. Für Tertiär gibt das 16,28, für Sekundär 13,95 und für Primär 69,77%, was auch zeigt, dass Fluor wirklich nicht sehr selektiv ist. Teilen wir durch die entsprechende Anzahl der C-Atome, verdeutlicht sich das noch. Tertiär geteilt durch 2 macht 8,14%. Sekundär durch 1 ist 13,95 und Primär geteilt durch 4 ist 17,44%. Das hier wären alle Produkte, die herauskommen könnten, denkbar. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder schauen, welche davon identisch sind. Das sind einige. Alle der ersten 4 dargestellten sind identisch, nur verschieden dargestellt, wie gesagt. Ist alles 1-Fluor, 2,4-Dimethylpentan. Was ganz einfach daran liegt, dass das eine spiegelsymmetrische Verbindung ist. Die anderen sind daher von der Wahrscheinlichkeit geringer, auch bei unserer zweiten, also quasi unserer 2-Fluor-2,4-Dimethylpentan. Aber die sind von der Wahrscheinlichkeit trotzdem drunter, deswegen ist unser Hauptprodukt 1-Fluor-2,4-Dimethylpentan. So, nun sollten wir hier ja zweimal radikalische Substitution machen, machen wir jetzt auch. Also schauen wir wieder, wir haben wieder zwei tertiäre C-Atome mit jeweils einem Wasserstoffatom, das heißt zwei Wasserstoffatome mal die Stabilität 1,4 macht 2,8. Sekundär haben wir ein C-Atom mit zwei Wasserstoffatomen aktuell, das heißt 2 mal Stabilität 1,2 macht 2,4. Und 11 Primäre, denn 1 haben wir ersetzt, mal Stabilität 1 macht 11. Das teilen wir da durch die Gesamtzahl, hier 16,2.
ergibt für Tertiär eine Chance von 17,28, für Sekundär 14,82 und für Primär 67,9%. Also kaum anders als vorher. Teilen wir das jetzt wieder durch die entsprechende Anzahl der C-Atome, kommen wir darauf, dass für Tertiär 8,64% für jede Stelle rauskommt, bei Sekundär 14,81 und für jedes primäre C-Atom 16,98. Das hier wären alle möglichen Verbindungen, die wir uns denken können. Und jetzt müssen wir wieder schauen, sind da irgendwelche identisch? Es gibt nur wirklich eines, das identisch ist, oder zwei, die ein identisches bilden. Das ist das 1,5-Difluor, 2,4-Dimethylpentan. Und das ist auch das, was hier die Höchstwahrscheinlichkeit hat, weswegen das als Hauptprodukt der zweiten Substitution zu sehen ist. B. Dieselbe Aufgabe, nur mit Chlor. Das heißt, das Einzige, was ich hier geändert habe, ist die Stabilität. Und trotzdem werden wir sehen, kommt was anderes raus. Wir haben hier wieder zwei tertiäre C-Atome, die jeweils einen Wasserstoff, also zwei Wasserstoffatome, mal Stabilitätsfaktor tertiär Chlor von 5 macht 10. Sekundär haben wir zwei Wasserstoffatome, denn ein C-Atom mit die zwei Stück, mal Stabilitätsfaktor 4 macht 8. Und 12 primäre Wasserstoffatome, mal Stabilität 1 macht 12. Ergibt eine Gesamtzahl von 30 Punkten. Teilen wir das oder nehmen wir das, um das zu teilen bei unserer Relativen, kommen wir auf die Relativverteilung für Tertiär 33,33, für Sekundär 26,67 und für Primär 40%. Bitte nicht wundern, wenn mal hier bei der Kommastelle minimale Abweichungen sind, das sind halt Rundungsdifferenzen. Gut, Division durch die Anzahl der entsprechenden C-Atome ergibt die Verteilung. Bei Tertiär, wir haben zwei Tertiär-C-Atome, das heißt 16,66%. Sekundäres haben wir nur eins, das bleibt 26,67. Primär haben wir vier Stück, ergibt 10%. Das heißt, wir haben alle diese möglichen Verbindungen, die hier rauskommen. Lasst uns wieder schauen, welche identisch sind. Ja, genau wie gerade eben müssen das ja die identischen sein. Wir haben ja nur das Halogen getauscht. Und wir stellen hier fest, wenn wir alle zusammenrechnen, das, was am wahrscheinlichsten rauskommt mit 40%, ist 1-Chlor, 2,4-Dimethylpentan. Machen wir jetzt noch die zweite Substitution und schauen mal wieder. Zwei tertiäre C-Atome mit zwei Wasserstoffatomen macht 2 Stück mal Stabilität 5 macht 10. Sekundär haben wir ein C-Atom mit 2 Wasserstoff, macht 2 insgesamt, mal Stabilität 4 ergibt 8. Wir haben 4 C-Atome, die primär sind, mit theoretisch jeweils 3 Wasserstoffatomen, wäre 12, aber 1 haben wir schon substituiert, macht 11. Mal Stabilitätsfaktor 1 ergibt 11. Das heißt, wir haben insgesamt 29 hier. Und teilen wir die einzelnen durch die 29, kommen wir auf die Wahrscheinlichkeit für Tertiär 34,48, für Sekundär 27,59, für Primär 37,93. Teilen wir das durch die jeweilige Anzahl der C-Atome, errechnen wir, wie hoch die einzelne Chance für jedes der C-Atome ist. Bei Tertiär hat jedes der C-Atome eine Chance von 17,24%, bei Sekundär gibt es nur 1, das bleibt 27,59 und für Primär haben wir 9,48%, weil wir durch 4 teilen müssen. Das sind die mögliche Verbindungen, die entstehen können. Schauen wir uns die an. Gibt es da irgendwas, was gleich ist? Ja, Nummer 3 und 4 sind identisch. Die wären zusammen 18,96%, ist aber immer noch unter unserer hier abgebildeten 5 Verbindung. Und dies ist damit das Hauptprodukt 1,3-Dichlor, 2,4-Dimethylpentan. Und ihr seht, wir haben bloß das Halogen ausgetauscht, aber es kommt ein anderes Produkt raus. Und nicht nur vom Namen des Halogens, sondern auch von der Positionierung, weil halt Chlor etwas selektiver ist. Selbiges machen wir jetzt mit dem hochselektiven Brom. Wir schauen erstmal wieder, es gibt, wie da, wer hätte gedacht, zwei tertiäre C-Atome mit jeweils einem Wasserstoffatom, alle mit einem Faktor von 6300, dann mal zwei Wasserstoffatome, ergibt 12.600. Ein sekundäres C-Atom mit zwei Wasserstoffatomen mal Stabilitätsfaktor 250 ist 500. Und
4 C-Atome mit jeweils 3 Wasserstoffatomen, die primär sind, macht 12 primäre Wasserstoffatome. Mal Stabilitätsfaktor 1 ergibt 12. Das ergibt eine Gesamtanzahl von 13.112, durch die wir teilen müssen. Ergibt für das tertiäre 96,1%, für sekundär 3,81% und für primär 0,09%. Ihr seht, hochselektiv ist Brom. Wir können quasi jetzt, wir wissen eigentlich schon immer quasi, was rauskommt, so gut wie. Jetzt haben wir noch die Anzahl der entsprechenden C-Atome, um die gesamte Verteilung für jedes einzelne zu erfahren. Es gibt 2 tertiäre, die sind dann jeweils 48,05. Das sekundäre bleibt bei 3,81 und die primären haben gerade mal 0,02%. Und selbst hier habe ich schon gerundet, zugunsten, es wäre ja eigentlich noch zu Ungunsten, Entschuldigung, es wäre ein bisschen mehr, 0,025, aber ich wollte nur 2 Komma stellen. Das hier wären alle möglichen Edukte, Produkte, meine Entschuldigung. Und aus diesen Produkten können wir jetzt schauen, welche identisch sind. Das muss natürlich genau wie bei den anderen sein, die. Und rechnen wir das jetzt zusammen, dann kommen wir natürlich darauf, dass unsere Substitution hier im tertiären C-Atom die stabilste Sache ist. Und es kommt 2 Brom, 2 4-Dimethylpentan raus. Jetzt kommen wir zur zweiten Substitution. Wir haben jetzt nur noch ein tertiäres C-Atom, an dem auch nur ein Wasserstoff hängt. Das heißt, wir haben hier 1 mal Stabilitätsfaktor 6300 ist 6300. Ein sekundäres mit der 2 Wasserstoffatomen hat 2 mal den Stabilitätsfaktor von 250, ergibt 500. Und nach wie vor 12 primäre Wasserstoffatome, die sich gleichmäßig auf die 4 primären C-Atome verteilen, mal Stabilitätsfaktor 1 ergibt 12. Das heißt, wir haben eine Gesamtzahl von 6812, durch die wir teilen müssen. Ergibt für tertiär 92,48%, für sekundär 7,34% und für primär 0,18%. Teilen wir es wieder durch die Gesamtanzahl der C-Atome, kriegen wir die Wahrscheinlichkeit raus, wohin sich das jeweils bindet. Bei tertiär gibt es nur noch 1, da wird es zu 92,48% landen. Bei sekundär gibt es nur 1, 7,34%. Und bei primär 0,05% gerundet für jedes, wäre natürlich 0,045, wenn man es genau macht. Das heißt, das hier sind alles unsere möglichen Produkte. Ja, dann schauen wir halt wieder, ob es welche gibt, die identisch sind, aber das ist totaler Quatsch. Wir sehen eindeutig schon, die Substitution am zweiten tertiären C-Atom wird unser Hauptprodukt zutage bringen, weil selbst wenn wir das andere zusammenrechnen, das ist halt größer als 50% und hat damit schon die absolute Mehrheit. Und das zeigt auch, wie selektiv das Brom ist. Es bindet sich halt wirklich zuerst an tertiär, dann sekundär und dann an die primären. Da brauchen wir nicht groß rechnen. Und daher können wir ganz sicher auch sagen, auch rechnerisch bewiesen jetzt von uns, hier kommt 2,4-Dibrom, 2,4-Dimethylpentan als Hauptprodukt heraus. Danach wird sich natürlich, wenn wir weiter substituieren, an das sekundäre binden. Da hätten wir dann halt 2,3,4 Diprom 2,4-Dimethylpentan. Bei der nächsten dann würde das zweite sekundäre ersetzt werden, wäre dann 2,3,3,4 Tetrabrom 2,4-Dimethylpentan und so weiter und so weiter. Bei den primären wäre es dann einigermaßen noch ein bisschen spannend. Aber wie ihr seht, hochselektiv das Brom. Gut, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, das war interessant und spannend. Das ist, denke ich, auch weitergeführt als die meisten Vorlesungen auch die Alkane behandeln. Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung. Ich hoffe auf jeden Fall, es war für euch interessant, heute ein bisschen Background gezeigt. Würde mich natürlich über nette Kommentare, gute Bewertungen, Daumen hoch und so weiter freuen, halt alles, was hilfreich ist. Und wenn es euch gefällt, sehen wir uns das nächste Mal beim nächsten Thema weiter. Da geht es dann Alkene, wahrscheinlich auch Alkine, die sind ja relativ ähnlich. Und bis dahin sage ich, macht's gut oder macht's sogar noch besser. Tschüss!